Das in diesem Kapitel beschriebene Anwendungstraining hat durchaus eine gewisse Ähnlichkeit zum Technikvariationstraining, aber es unterscheidet sich eben auch in einem ganz bestimmten Knackpunkt und hier die beiden Unterschiede zwischen dem Technikvariationstraining und dem Anwendungstraining noch einmal herauszustellen. Das ist das Ziel in dieser Lektion hier jetzt. Der grundlegende Unterschied besteht ja einmal darin, dass man beim Technikvariationstraining schon gesehen hat, dass keine eigene Entscheidung durch den entsprechenden Spieler getroffen wird, sondern der Spieler bekommt ein Signal von außen geliefert und dieses Signal muss er dann umsetzen. Und deshalb haben wir da auch eine Wenn-Dann-Beziehung. Also, wenn ich sage hoch, dann musst du den Ball hoch pritschen. Und wenn ich sage flach, dann musst du den Ball flach pritschen. Das war zum Beispiel ein ganz einfaches Beispiel aus dem Bereich des Technikvariationstrainings. Jetzt im Bereich des Anwendungstrainings soll etwas anderes geschehen. Es soll nämlich ja aufgebohrt werden, praktisch zu einer Wenn-Dann-Bevor-Beziehung. Und da geht es darum, dass der Spieler nichts mehr von außen gesagt bekommt oder nicht einfach nur irgendein Merkmal nehmen soll, was zu irgendeinem späten Zeitpunkt passiert, sondern wir wollen hier früher agieren. Der Spieler soll frühzeitig etwas beobachten, nämlich ein spieltypisches Merkmal beobachten. Der Spieler soll eine Entscheidung treffen und diese Entscheidung ist praktisch eine Prognose für die Zukunft. Ja, ich beobachte etwas als Spieler und aufgrund meiner Beobachtung kann ich ein klein wenig in die Zukunft sehen und kann erkennen, was wird wohl gleich passieren. Und aufgrund dieser Erkenntnis leitet der Spieler dann eine entsprechende Handlung ein. Und zwar zu einem sehr frühen Zeitpunkt. Und der frühe Zeitpunkt, ja, der wird ja mit dem Bevor-Teil dieser Beziehung hier klar gemacht. Und das versuche ich jetzt auch nochmal hier an einem ganz einfachen Beispiel zu zeigen. Also stellen wir uns vor, wir haben einen Mittelblocker, ja, also in unserer eigenen Mannschaft ist ein Mittelblocker, der soll jetzt geschult werden. Auf der anderen Seite haben wir eine ganz einfache Spielsituation. Wir haben einen Zuspieler in der Mitte und wir haben links und rechts, also auf der Position 2 und auf der Position 4 jeweils einen Angreifer. Es sind hohe Bälle, es ist nichts Kompliziertes, ja. Aber es ist immerhin die Situation, dass der Zuspieler den Ball Richtung eigene Position 4 oder Richtung eigene Position 2 stellen kann und der Mittelblocker muss sich dementsprechend anpassen. Jetzt ist die typische Verfahrensweise im unteren Leistungsbereich, dass man sagt, wenn der gegnerische Zuspieler auf seine Position 4 stellt, dann schließe ich als Mittelblocker nach rechts zum Doppelblock auf. Oder andersherum, wenn es um die andere Richtung geht, ne, wenn der gegnerische Zuspieler auf seine Position 2 stellt, dann schließe ich als Mittelblocker nach links zum Doppelblock auf. Also das heißt, ich kann hier, wenn das Zuspiel erfolgt ist, erkennen, muss ich nach links oder muss ich nach rechts laufen, um dort einen Doppelblock zu bilden. So, aber das bringt uns auch schon genau hier auf die Frage, wenn wir diese Wenn-Dann-Beziehung sehen, wann beginnt der Mittelblocker aufgrund dieser Wenn-Dann-Beziehung mit seiner Bewegung nach links oder nach rechts? Naja, er beginnt damit erst, nachdem das gegnerische Zuspiel erfolgt ist. Und das ist zu spät. Ja, das ist ein zeitlicher Nachteil, wenn man es so spät macht. Es wäre viel schöner und viel erfolgversprechender, wenn diese Situation früher eintreten würde. Und ja, deshalb können wir uns situative Merkmale mal überlegen. Also das heißt, es geht jetzt darum, für den Mittelblocker mal zu beobachten. Drüben auf der anderen Seite erfolgt beispielsweise eine Annahme. Der Ball fliegt in hohem Bogen jetzt zu dem Zuspieler, der in der Mitte steht. Und jetzt wird der Zuspieler sich in Richtung Ball bewegen und sich ein wenig positionieren. Und stellen wir uns einfach mal vor, der Zuspieler steht jetzt unter dem Ball, seine Schulterachse ist senkrecht zum Netz, das heißt, er schaut in Richtung Position 4 und hinter ihm, also praktisch über Kopf, ist die Position 2. Dann können wir also jetzt sagen, entweder spielt er den frontalen Pass lang auf die 4 oder er spielt den Pass über Kopf auf die 2. Diese beiden Möglichkeiten sind jetzt letztendlich da und für den Mittelblocker nach wie vor die Situation, muss ich jetzt nach links oder nach rechts gehen. Wenn der Mittelblocker also jetzt in der Lage ist zu erkennen, frühzeitig zu erkennen, vor dem Zuspiel zu erkennen, ob der Ball auf die 4 oder auf die 2 auf der anderen Netzseite gespielt wird, dann erlangt der Mittelblocker einen Vorteil. Und das ist dieses situative Merkmal, was wir jetzt suchen müssen. Und viele Zuspieler
haben eine bestimmte Verhaltensweise und diese Verhaltensweise sieht gerade im unteren und im teilweise auch noch im mittleren Leistungsbereich so aus, wenn sie versuchen, den Ball frontal nach vorne über eine relativ große Distanz zu spielen, dann ist der Ball relativ weit vor dem Kopf, also über und vor der Stirn. Und wenn sie auf der anderen Seite versuchen, den Ball über Kopf zu spielen, also nach hinten zu spielen, dann ist der Ball in der Regel weiter über dem Kopf und würde, wenn er runterfallen würde, also direkt oben auf den Kopf drauf fallen. So, und das ist jetzt ein situatives Merkmal, was man ganz häufig beobachten kann, wenn ich als Mittelblocker also in der Lage bin zu erkennen, wo fällt der Ball jetzt aus der Annahme heraus runter im Verhältnis quasi zum Kopf des Zuspielers. Ist der Ball relativ weit vor dem Kopf, dann kann ich erwarten, dass hier ein hoher Pass über die 4 erfolgt. Ist der Ball relativ weit über dem Kopf, dann kann ich erwarten, dass der Ball nach hinten, also über Kopf, auch gestellt wird. Und das ist jetzt eine Situation, die wir unserem Mittelblocker jetzt so mitteilen. Und dann haben wir jetzt eine Wenn-Dann-Bevor-Beziehung, die wir hier ausprägen können. Wenn der Ball beim gegnerischen Zuspieler deutlich vor dem Kopf aus der Annahme heraus herunterfällt, dann wird er nach vorne auf seine Position 4 stellen. Und ich als Mittelblocker schließe mich nach rechts zum Doppelblock an. Und zwar noch bevor das Zuspiel erfolgt. Und das ist jetzt der Knackpunkt an dieser Sache. Ja, ich will diese Beobachtung machen, das situative Merkmal mir herauspicken, das erkennen und die Handlung, ob ich jetzt nach rechts oder nach links zum Block gehe, diese Handlung soll eingeleitet werden, noch bevor das Zuspiel stattfindet. Nach dem Zuspiel ist es langweilig, das kann jeder. Ja, aber dieser Blick in die Zukunft, das Erkennen von bestimmten kleinen Merkmalen, wo geht der Ball hin, das ist genau der Knackpunkt im Anwendungstraining, um das zu machen. So, und das Schöne ist jetzt, dass wir hier im Video sind, ne? Da kannst du jetzt nicht sofort rumschreien, auch wenn du es möchtest, sondern ich erwarte durchaus, dass du an dieser Stelle jetzt einen Einwand gibst und sagst, ja, wenn jetzt aber ein Mittelblocker erkennt, in welche Richtung das Zuspiel voraussichtlich gleich erfolgen wird, und dieser Mittelblocker geht dann schon vor dem Zuspiel in die eine oder andere Richtung, dann hat doch der Zuspieler wieder die Möglichkeit, das zu erkennen. Und der Zuspieler kann dann doch sehen, ah, der Mittelblocker geht nach da, also spiele ich genau in die entgegengesetzte Richtung meinen Ball. Also das heißt, in Anbetracht der Reaktion des Mittelblockers verändert der Zuspieler vielleicht im allerletzten Moment noch etwas und spielt den Ball in eine andere Richtung. Wenn der Zuspieler entsprechend technisch gut ist, dann wird er das vielleicht kennen können. Aber was du merkst, ist jetzt plötzlich, dass das Spiel interessanter wird. Das Spiel wird jetzt sehr viel interessanter, weil es jetzt entschieden wird durch bestimmte Beobachtungsmuster, durch bestimmte Könnenstufen, die die Spieler auf beiden Netzseiten haben. Wer ist jetzt hier der cleverere von beiden Seiten? Wer beobachtet ja zuletzt noch irgendetwas, was er noch in eine entsprechende Handlung einfließen lassen kann? Und das macht jetzt den Volleyballsport letztendlich interessant, hier bestimmte Dinge dann rauszukitzeln. Und du kannst wirklich beobachten, wenn du gegen bessere Mannschaften spielst. Die können das einfach. Die machen das, weil sie das von ihren Trainern vermittelt bekommen. Und wenn du das deiner Mannschaft nicht vermittelst, dann hast du kaum eine Chance gegen diese guten Teams. Ja, die sehen einfach Dinge, die du nicht siehst, und die haben das trainiert und die können das, und deshalb sind sie deinem Team überlegen. Du hast gar keine andere Chance als Trainer, es deinem Team auch beizubringen, damit wir hier wieder ein Gleichgewicht auf beiden Seiten des Netzes letztendlich herstellen. Und dadurch die Spiele einfach interessanter werden. So, das ist meine Reaktion hier praktisch auf deinen Einwand, und du wirst dir das sicherlich nochmal genau überlegen, ob du dem auch so zustimmen kannst.